Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter mit den Vespoiden, wenn ich die richtig ausspreche. Man weiß es nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, in welches Gebiet wir hier reinkommen, Riesenkäfer. Mal gucken, wie riesig die sind und hoffentlich fliegen die nicht. Denn sonst ist es kacke. Ich mag keine fliegenden Viecher. Fliegende Viecher sind scheiße. Ja, mal gucken. Ansonsten haben wir ja nur noch diesen Gypteros. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe erstmal Kommentare jetzt beantwortet von Part 41. Ja, von Part 41. Gerade mal geguckt. Die Kanta Permee hat mir schöne Tipps gegeben für den Zephatrom. Ach, was weiß ich, wie das Vieh heißt. Keine Ahnung. So, 30 Stück. 30 verdammte Stück. Das ist einer. Okay, vielleicht ist ja... Ich nehme an, hier ist ein Jan Kutko oder sowas. Da bin ich mir fast sicher. Ja, so wie die mit dem Rathalos jetzt umgesprungen sind. Ach, das sind... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Questinfo. Vespoid. 1. Jetzt bin ich mal... Ich weiß nicht. Die Fliegenden sind das... Es sind wahrscheinlich die Fliegenden. Nur die Fliegenden, ne? So, meine Freunde müssen auch bald rüberkommen. Mal gucken, ob die mitten in die Aufnahme platzt. Okay. Ja, das sind so Drecksviecher, ey. Mit Armbrust wären die wesentlich einfacher. Das mit Sicherheit. Okay. Ich muss mich einfach nur hinstellen und die Viecher kommen schon irgendwie von alleine. Ich weiß nicht, ob die hier jetzt in der Quest auch nachspawnen. Das ist halt die Frage. Okay. Das sind ja auch die Viecher, ne? Ja. Oh, hat's geleckt. Der Speicher ist aber nicht voll, ne? Aufnahme läuft noch. Das wär's jetzt gewesen, ey. Okay, was macht eigentlich dieses Vieh da? So, eins haben wir doch noch hier gehabt. 6 Stück haben wir bereits. So. Ja, toll. Okay, es zählt nicht. Schade. Sonst hätte ich mich allein auf die Viecher spezialisieren können. Ah, toll. Ja, ich habe mich selbst vermehrt. Okay, ich habe es jetzt einfach nur blind gemacht. Ah. Und jetzt? Nee. Ich wollte eigentlich einen Rückzieher, also einen Rückdreher machen so. Ich hasse diese Viecher. Die halten zwar echt nichts aus, sind langsam, aber die nerven bis aufs Blut. So, jetzt haben wir 7... Ah, da ist auch noch einer. Okay. Ist halt auch schwer, die irgendwie... sich anzeigen, also zu sehen. So, komm mal runter. Das wäre sehr freundlich von dir. Zack. Okay, noch einer. Sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Ja, dieses Vieh folgt mir die ganze Zeit. Sie ist ein kleiner Hund. Das ist jetzt mein Haustier. Ich habe jetzt einen Käfer. Der folgt mir zumindest jetzt in der Quest. Naja. Okay, dann gehen wir mal... Ah, da ist noch so ein Vieh. Ich habe 2 Haustiere. Ich nenne sie Buffel und Wuffel. Ja. So. Diese Viecher, ey. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wisst ihr eigentlich... Ich habe ja jetzt hier, ja. Na gut, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Also Kanta Permee kann ich mir vorstellen, die hat es ja gespielt, so wie es klingt. Roberto hat es ja nicht gespielt. Er guckt einfach nur gern zu. aber Kanta Permee kommt mir so vor, als hätte er es gespielt. Weißt du, wie das ausschaut? Was passiert, wenn ich jetzt die 5er-Quests alle gemacht habe? Geht das dann noch weiter? Kommt dann irgendwie Guild... Also später gibt es ja Guild-Quests. Und was weiß ich, wie die alle heißen. Das gibt's ja hier nicht.
glaube ich. Ist das dann, ist dann nach 5-Sterne-Quests Schluss, wenn ich da alle Monster getötet habe? Oder geht das dann noch irgendwie weiter mit, was weiß ich, Special-Quests oder so? Dass ich dann irgendwas, ja, dass ich die Reifeprüfung dann habe, was weiß ich, und dann eine andere Art Questgeber kriege. Oder ist dann halt wirklich Schluss? Dann schleicht sich mir die nächste Frage ein. Wie weit wollen wir Monster Hunter 1 spielen? Das ist die Frage. Bis ich eine gewisse Rüstung habe, also dass ich dann am Ende, wenn ich dann alles habe, noch ein bisschen weiter farme. Das ist halt die Frage. Ja, bei Online geht das Ding ja jetzt nicht mehr. Das ist, die Server wurden ja abgestellt. Seit, ja, schon seit 10 Jahren ungefähr. Ne? Naja, übertrieben gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das geht ja dann nicht. Dann fallen ja auch zumindest ein Monster weg, habe ich gelesen. Oder mehr als ein Monster, ich weiß es nicht. Bin mir jetzt gerade unsicher, wie er heißt. Die fallen ja dann alle weg. Oder dieser eine fällt dann weg. Ja, keine Ahnung. Weil ansonsten hätte ich nämlich vorgeschlagen, ich spiele das dann, weiß ich nicht, bis ich alle 5er Sterne-Quests fertig habe, falls da nichts mehr kommen sollte. Und fahre mich dann nicht grundelend, bis ich alles habe, bis ich overpowered hoch 10 bin und alle One-Hits ungefähr. Das wird nicht passieren, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Denn dann fange ich einfach mit dem PSP-Teil an. Mit Monster Hunter Freedom Unite, glaube ich. Und dann mache ich den einfach. Und das ersetzt dann quasi Monster Hunter 1. Das wäre jetzt so mein Gedanke. Dann könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet und ob es dann oder wie es dann überhaupt weitergeht mit dem Monster Hunter Zeug. Ob das dann halt bei 5er Quests aufhört oder nicht. Ihr wisst ja wahrscheinlich besser als ich, weil ihr habt es ja eventuell schon gespielt. So. Da hat der Grafik nachgeladen. Okay, waren hier nicht auch solche Viecher? 14 Stück haben wir. Das dauert echt länger als die Welle zu Drone oder Welle zu Break Quest. Ist Wahnsinn. Vielleicht sind die hier auch gar nicht. Ist die Frage, ob die vielleicht nur in. Also noch in 2 sind die wahrscheinlich, ne? Wir gehen einfach mal dahin. Ich gucke einfach mal. Im Hintergrund habt ihr Skype gehört. Weiß gar nicht, wer das war. Vielleicht die Möwe. Vielleicht Markus. Der gute Slev. So, jetzt kommt Sunny, glaube ich. Wir haben noch ein paar Minuten. Da muss er noch ein bisschen aushalten. Da kommt die Klappe noch rein und knallt die Tür. Ich weiß das. Macht sie immer so. Aber voll. Na gut, das geht auch manchmal nicht anders, weil die Tür im Altbau halt immer so laut ist. Das geht leider nicht anders. Die musst du zuschmeißen, sonst geht die nicht zu. So ungefähr. So. Ach Gott. Käferhauen, ey. Käfer hauen. In den späteren Teilen kann man ja, glaube ich, auch Käfer sammeln, ne? Das ist, glaube ich, so ein Special dann daran. Die Japaner fahren da ja auch übelst ab drauf. Irgendwie in jedem japanischen Spiel musst du Käfer sammeln können. Das ist Wahnsinn. Müsste mal drauf achten. Also, zumindest in den richtig typischen japanischen Spielen. Und ich will mal behaupten, dass Monster Hunter 1 ist. Oder China, Japan, ich glaube eher Japan. Das ist Wahnsinn eigentlich. Das ist mir auch erst durch den Game One Podcast aufgefallen, als es dann erwähnt wurde. Das war mir vorher gar nicht so derbe bewusst. Hier gibt es jetzt keine mehr, oder was? Achso, hier hinten geht es noch ein bisschen weiter. Musste mal durch die Dickichte irgendwie gucken. Ob du irgendwelche Flügelschläge siehst. So. Gibt's ja echt keine mehr? Das kann ja echt nicht wahr sein. Ich hasse die Quest. Ich will mal behaupten, dass ich die nicht machen muss, um die dringende Quest zu erledigen. Aber ich bin ja immer so ein Komplettist irgendwie, weiß ich nicht. Wenn es jetzt nicht unbedingt um Viva-Eiern geht, dann mache ich die immer schon gerne mit irgendwie. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. So bei anderen Spielen. Zumindest wenn ich allein spiele. So Sammelaufgaben. Wenn mir das Spiel richtig gut gefällt, das ist bei Assassin's Creed 2 so gewesen.
und auch bei Black Flag, obwohl ich da halt zeitlich gesehen noch nicht alles habe, weil ich halt nicht so viel Zeit habe dafür jetzt mehr. Da sammle ich alle Sachen. Da sammle ich, was weiß ich, ich gehe auf die Leuchttürme, falls ihr Assassin's Creed kennt, ich gehe auf die Leuchttürme, sammle die ganzen Throne auf den Inseln und was weiß ich nicht, was es da gibt. Ja, Maya-Figuren, Maya-Masken oder was es war. Und all solche Sachen. Uncharted. Gut, habe ich auch nicht so viel gesammelt. War ja Sunny eher so, die da viel gesammelt hat. Aber ja, Bioshock Infinite. Bin ich zurückgegangen, hab die Kisten geöffnet, hab dann jedes extra quasi mitgenommen. Was war noch so ganz krass? Ja, eigentlich am krassesten war so Assassin's Creed, muss ich sagen. Das war so mit das krasseste Sammelding, was ich da gemacht habe, weil das habe ich ja echt noch bestimmt 10, 15 Stunden weitergespielt. Obwohl ich die Story eigentlich alles schon fertig hatte. Ich habe dann einfach nur noch quasi den Dreck gesammelt, um alles auf 100% zu haben, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es letztendlich komplett gemacht habe oder ob ich dann irgendwann die Lust verloren hatte. Aber ich war schon so bei bestimmt 98%, wenn nicht 100, ja. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist schon auch schon wieder ein Weilchen her. Aber hier sind echt keine Käfer mehr. Hier werden sie auch keine Käfer sein, ne? Ach doch. Okay, ich habe mich getäuscht. Hier sind sogar viele Käfer. Okay, gut zu wissen. Machen wir Platz. Noch 10. Das ist die Zahl. Die geht ja langsam schon wieder. So, sehr schön. Richtig viele mit einmal mitgekriegt hier. Okay, vielleicht sind hier sogar schon alle. Das ist jetzt, das wäre schön. Dass die hier so schön gesammelt sind. So, ach, kacke hier. Ja, da sind sogar gespawnt. Direkt vor meiner Nase gespawnt hier. So, 5. Ja, Waffenkraft hat sich sogar reduziert. Ey, Wahnsinn. So, mal ein Rückwärtshieb hier. Gehen sie natürlich weg. So, komm. Dürften noch jetzt nicht mal viele sein. Ach. Das können die auch noch, oder was? So, einer ist direkt noch mitgestorben. So, ein Rundumschlag und dann haben wir sie alle. Zumindest fast. Ja, jetzt. Alter. Diese Quest. Grenzt ja schon fast an Nötigung hier. Nee, mag ich gar nicht. So, ich Viecher aus dem Sand. Diese, was weiß ich, wie sie heißen, Zendotromes. Ich hab's vergessen, was weiß ich. Und so kleine Flugviecher, die man wirklich schwer trifft, ja. Die können groß sein ohne Ende, das ist mir kacke, ja, Hauptsache ich treffe die mit jedem Schlag, wenn ich es nicht dumm anstelle, ja. Aber wenn die dann so mickrig sind und weggehen und, ach, da ist es voll ätzend. Aber so richtig. Ja. Und nun? Geht's hier nach Hause oder was? Ich habe einen Shuttlebus bestellt. Eine Minute haben sie gesagt, ja. Ist da ein Frosch gewesen? War da ein Frosch? Oder bin ich jetzt wahnsinnig? Sehe ich schon pinkfarbene Kröten? Habt ihr das auch gesehen? Spult mal zurück. Ich habe da einen pinkfarbenen Frosch gesehen. Vielleicht sollte ich auch irgendwie, keine Ahnung. Ich habe Kopfschmerztabletten genommen heute. Vielleicht zu viel, vielleicht die falsche Marke. Man weiß es nicht. So. Quest abgeschlossen. Ich bin gespannt, was ich hier kriege. Zap, Plant, Respoid Shell und Respoid Ring. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was ich mit daraus basteln kann. Ein Fächer vielleicht oder so. Kann ja sein. Kann ich vielleicht in warmen Gebieten wie der Wüste verwenden. Ja, so Fächer. Ne? Brauchst keine Cooldrinks mehr, nimmst einen Fächer. Ne? Einwandfrei. So. Jetzt gucke ich mal die Quest nochmal an. Da ist bestimmt so eine aufgetaucht, die ich vorher nicht gemacht habe. Oder nicht gesehen habe. So. Gendrome. Ja, hier sind sie nämlich. Erschlage Ioprey. Genprey. Ja, am Arsch, ne? Hier. Na. Gendrome. Hier, alle nicht gemacht, ja. Eine Quest fertig quasi. Ich habe 4 hatte ich fertig, ja. Also sehr, 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 sehr seltsam.
Aber wir werden uns in der nächsten Folge mal den Gypseros anschauen. Und wahrscheinlich, ja, sehr, sehr doll aufs Maul kriegen. Bewachter Händler. Was? Besteller. Bewachter Händler. Ich sehe ein riesiges Vogelmonster tief im Swamp. Mit dem Ding da drin kann ich keine Geschäfte machen. Bitte finde und töte es. Werden wir machen. So, ich denke mal nicht in der nächsten Folge, denn da wird das Vieh erstmal uns gehörig den Arsch aufreißen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn nicht, wäre ich sehr überrascht zumindest, ja. Naja, liebe Freunde, morgen geht's weiter mit Let's Play Monster Hunter, 17 Uhr, da dann mit dem Gypseros, der kommt bestimmt aus Griechenland oder so, weiß ich nicht. Ja, macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.